Neuer Tag fängt an. Ja. Manchmal, also jeden Tag gewesen. Alles super. Ach, unsere Arbeit ist ja heute morgen aus. Hab wieder ordentlich was hingelegt hier. Ja. Mann, neue Tag, da bin ich mal müde gegeben, was? Ja. Ja, wir sagen mal, wir schalten Frankreich. Dann geht da los, ja? Geht da los. Ich mach schon mal hinten seine Wasserlicht an, ja? Ja. Alles klar, so ein bisschen schwierig, weil unsere Nashörner, die haben natürlich schon manche Vorlieben. Die fressen also nicht jedes Heu. Und da müssen wir mal ganz genau gucken, welches Heu wir also für unsere Tierchen nehmen. Ein bisschen weiches Heu. Das ist unser Kinder jetzt gerne. Wir haben also Kinder erstmal hier so ein weiches Heu geben. Auch die Tiere haben immer so ihre Eigenarten. Das machen wir ja nicht mal so einfach. Wir als Pfleger, wir denken immer, oh, das ist top Heu. Super Heu, das müssten also die Tiere fressen. Und meistens ist es so, dass es genau umgekehrt ist. Die Tiere fressen dann meistens das Heu, wo du denkst, oh, das riecht toll und das ist super. Das fressen sie meistens nicht, das ist immer das Schlimme. Da muss man so abschätzen. Meistens klappt es auch. So, also ganz wichtig gerade. Weil die Nashörner, das wäre also das Heu, das kommt ja in Ballen vom Bauern, der presst die ja immer schön zusammen. Das wäre also das Heu immer schön aufschütteln, durchschauen, ob da irgendwelche Fremdkörper drin sind. Weil meistens hat man dann auch mal Eisen drin oder Bindfäden oder eben auch mal ein Kaninchen und Reh hat man auch schon mal drin.
Und das wollen wir natürlich mit unseren Tieren verfüttern. Und dann schütteln wir das also ganz ordentlich auf. Und schauen also nach. Natürlich auch, dass Heu innen drinnen verschimmelt ist. Kann ja durchaus sein, dass der Bauer das so früh gepresst hat, dass noch feucht war. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn wir da verschimmeltes Heu unseren Tieren verfüttern. Dafür ist es einfach zu wertvoll, das Lasern. Dann machen wir das immer so. Das war vorhin fast oben, das Schweinchen. Ja, da ist ein Essen. Mit der Zeit irgendwo durch den Druck der Wurzeln. Gerade vorne steht ja die große Kastanie, auf der Anlage stehen zwei große Eichen und die machen dann öfter mal die Abflüsse ein bisschen dicht. Die feinen Haarwurzeln, die hängen ein bisschen rein in die Rohre. Die kleinen Schwebteilchen, die dann durch diese Gulliritzen mit durchgespült werden, die hängen sich dann da fest. Und dann ist der Abfluss irgendwann auch mal zu. Das zieht sich bis hier Richtung die Rohre. Naja. Na okay. Halt noch 5 Minuten warten, bis der fertig ist, der Lärm. Sehr schön. Ja, da geht's draußen. Ich schon gemerkt, war noch gut. War noch mal 30 Minuten. War noch gut. War gut. Ja, war gut. Elefanten bleiben, dann haben wir nur eine afrikanische und eine asiatische. Es sollen ja dann wieder mehr Elefanten werden und so wie der Zoo sich orientiert ja auf afrikanische Elefanten. Das heißt nicht, dass wir die Asiaten weggeben werden, das wollen wir nicht. Die darf ja ihre Alterszeit ruhig in vollen Zügen genießen. Aber zwei Elefanten ist einfach keine Elefantengruppe. Die beiden harmonieren nun wirklich relativ gut miteinander. Es gibt so selten eigentlich Streit, wie man das sich bei Elefanten eigentlich vorstellen kann.
Zumal die Birma Divana ja, als sie noch ein ganz kleines Baby war, adoptiert hat. Also die Adoptivmutter sozusagen, die große Birma. Aber wie gesagt, wenn man sich das hier anguckt, hier ringsherum, es ist halt bloß ein Teller, wo die Besucher über den Teller rangucken können, damit er mal zwei Elefanten sieht. Und wir nach unserem Ermessen dann die Elefanten hier mehr oder weniger auch versuchen zu beschäftigen den ganzen Tag über, sei es mit viel Futterholz, was sehr schön ist für die Tiere. Nichts ist schöner, als die Tiere mit übers Futter ein bisschen zu beschäftigen. Aber viel Bewegungsfreiheit ist ja nicht, die Elefanten sind sicher, das macht das sowieso nicht. Die meisten Zoo-Elefanten stehen vorm Stall und warten darauf, dass irgendwas passiert, sei es nun der Pfleger rauskommt mit Futter oder der Pfleger rauskommt, um sie dann da ein bisschen zur Bewegung aufzufordern. In der herkömmlichen Hands-on-Haltung, wie man das so heute noch nennt. Da muss man sich ganz schön was einfallen lassen bei zwei Elefanten, dass da nicht allzu viel Langeweile aufkommt. Nur hoffen wir, dass die nächsten Jahre das dann hier mit dem Zoo so weit vorwärts geht, dass dann in absehbarer Zeit hier mit ein Ende ist und ein größeres Elefantengehege dann auch da sind. Für unsere Warner und für unsere Birma und dann noch für mindestens 3-4 weitere Tiere. Wenn der Zoo Magdeburg auch mit in die Zucht einsteigen will und wird, wird bestimmt dann auch einen afrikanischen Elefantenbullen mit dazu. Daumen drücken. Und dann hoffentlich gutes Gelingen, ja.